Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Eurotruck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wie man sehen kann, ja, ist auch hier der Winter eingebrochen. Sieht zwar eher aus wie Regenfall, aber es ist ein Schneefall. Ich habe zwei weitere Mods hinzugefügt. Ich habe auch immer noch den einen Grafikmod mit drin, aber ich glaube, aufgrund der Prioritätenreihenfolge überschreibt quasi der Wintermod von Grimes, den anderen, den Brutal Weather Mod. Und ich habe noch realistische Tankpreise mit reingepackt. Die werde ich natürlich jetzt nicht ganz immer so akribisch detailgetreu nachhalten. Das sieht aber auch nice aus. Sondern ich werde halt peu à peu, halt so einmal im Monat, werde ich dann halt quasi die Spritpreise aktualisieren mit einer Mod, sofern die Mod halt dann aktuell gehalten wird und so, ne? Dann lass uns mal schauen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir uns befinden. Ah ja, genau, wir befinden uns hier in der Nähe von Drammen. Schauen wir mal nach, ob wir jetzt was von Drammen ausnehmen oder von Oslo, was jetzt so der beste Auftrag so ist. Von Drammen, ja, prinzipiell eigentlich Stickstoff, allerdings. Dann bist du jetzt wieder hier, wieder bei Stockholm vorbei. Sollten wir, glaube ich, vielleicht sogar schaffen. Ansonsten halt eine Yacht nach Kalmar. Aber dafür bekommen wir 24.144 Euro. Ich bin gerade bei 205.500. Von Oslo aus wäre der beste Auftrag 18.000, dann, nee, 27.000 nach Finnland. Aber könnte man natürlich auch nehmen, ne? Also würde es halt nach Kapellskär gehen und dann müsste ich es halt bis nach Kapellskär schaffen, ohne zu pennen, ne? Also so ist es ja nicht. Das sind, glaube ich, 700 Kilometer etwa in Norwegen und Schweden und dann so nochmal 250 Kilometer, wahrscheinlich 650 und 300 Kilometer, ne? Also um den Dreh. Ja, komm, no risk, no fun. Wir fahren 11 Tonnen Gabelstapler von Oslo nach Kouvola in Finnland für 27.500 knapp. Ich muss zwar nochmal 1.200 zahlen für die Fähre, aber das sollte passen. 11 Tonnen, relativ easy. Dann werde ich am Ende rauskommen mit 240.000, was sehr gut ist. Wir haben noch nicht mal allzu viele Folgen. Dann wollen wir mal einen Auftrag annehmen, 11 Tonnen. Klingt doch nicht verkehrt. Erste Schneefahrt nach Finnland. Bin mal gespannt. Fahrt Aber ich habe jetzt vorsichtig. noch keinen Physics-Mod mit drin. Also ich werde den dann. Wer ein Physics-Mod war ich ja schon, habe ich schon, glaube ich, im letzten Video, glaube ich, gesagt, dass ich den wahrscheinlich reinnehmen möchte. Den werde ich dann ab der 1.40 dann implementieren. War ich richtig? Ich hoffe, ich war richtig. Ja, ich war richtig. Ach ja, hat schon was, ne? Hat schon was. Ich bin mir gerade unsicher, wie ich nochmal gefahren bin. Ich glaube, ich bin so gefahren. Es ist, ja. Manchmal ein bisschen belastend, wenn man das wieder vergisst, wie man das auf dem Live-Profil hatte und wie man das nochmal auf dem Let's Play-Profil hatte. Ah, hier ist ja schon. Gut, da verschwindet zwar so die Schneegischt und so, aber ist ja halb so wild. Aber dafür ist der Effekt ziemlich nice, weil er halt so leicht ist, finde ich. Ne? Also er ist halt sehr ja, sehr schneearm, aber halt auch schneereich so, ne? Also schon passend. Wie viele Kilometer habe ich denn jetzt überhaupt bis dahin? Ihr wollt mir nicht erzählen, dass ich 700 Kilometer brauche, um da hinzukommen, oder? Vielleicht in die verkackte Verrichtung weiterfahre, dann auf jeden Fall.
schön, dass das Navi hier wieder so perfekt einen in die verkehrte Richtung lenkt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich wollte eigentlich nur abbremsen, aber das ist jetzt schief gelaufen. Ignorieren wir mal einfach, was passiert ist. Dank dem nervigen Navi. Dass er nicht einfach in die Richtung anzeigen kann, wo man hinfahren muss. Sondern einfach irgendwie wieder einen komischen Weg nimmt. Aber 200 Kilometer, das sind 3 Stunden. Ich glaube, das könnte echt verdammt eng werden. Das ist der Auftrag. Ja, ich würde sagen, das Satz mit X, das war wohl nix. Den Auftrag haben wir eigentlich vergessen. Wir müssen jetzt noch mit der Motor-Fehlfunktion rumfahren. Also das ist echt, ja. Ich merke, es hat auch einen physikalischen Effekt, dass es auch glatt ist. Ich habe jetzt weniger damit gerechnet. Ich bin auch eher ach, was war denn das noch? Ich glaube, die Mild Winter Mod, die habe ich beim letzten Mal halt genutzt. Ich bin, glaube ich, seit mindestens 3 Jahren, seit 2 Jahren. Also den Auftrag, den können wir komplett vergessen. Wenn ich Glück habe, habe ich dann noch am Ende 200.000, wenn ich irgendwann mal ankomme. Aber ich bezweifle, dass ich ankomme, weil ich ständig mit Motor Fehlfunktion zu kämpfen haben werde. Also ich bin es nicht gewohnt, dass... einfach weil ich zuletzt auch halt mit dem Winter Mod gezockt habe, der halt ja keine Auswirkungen auf die Physik hat. Und ich hätte auch echt gedacht, ich kann noch hinterher bremsen, also so. Da habe ich jetzt nämlich gedacht, dass ich hier nochmal dem hier hinten reinfahre, aber okay. Jetzt bin ich bei 54%, ja. Das wird eine Albtraumfahrt, habe ich das Gefühl. Aber okay, 21 Folgen, relativ solide gefahren, dann muss es auch irgendwann mal dazu kommen. Auch wie immer die Mods sind, die ich aktualisiert habe und noch reingepackt habe, da werden wir sprechen, abbiegen. Oder auch nicht, oder doch. Guck mal, jetzt. Komme ich zum Halten, ne? Okay, es hat auch aufgehört zu regnen. Mal gucken, Carson hat sich jetzt die Physik auch wieder ein bisschen verändert. Genau. Es scheint mir auch. Also, wir haben jetzt zumindest nicht mal die Gischt. Nennen wir es mal Gischt. Kommen wir noch an der Werkstatt vorbei? Ich hoffe es. Und Rahmen gab es da keine. Dann war hier, glaube ich, eine, oder? War die hier oder war die hier? Dass ich jetzt wieder so lange warten muss, bis es geladen hat, ne? Das ist auch wieder schön belastend. Die war. Hier unten. Nehme ich den wahrscheinlich. Ja, es geht ja hier bei Karlstadt vorbei, dann werde ich einen kurzen Abstecher nochmal zur Werkstatt machen, wenn wir die Ladung haben. Damit die Fahrt auch weiter ohne. Ja, aber ist ja ohne Probleme. Damit die Fahrt ohne weitere Motor-Fehlfunktion sein ist. So. Eigentlich nur deswegen. Immer geradeaus. Schön, dass er wartet, nachdem ich erst irgendwie in der Nähe bin, aber okay. Weiter geht's.
den Tunnel hinein. Und auf 70, wir wollen ja nicht noch geblitzt werden oder sonstiges. Das wäre jetzt noch der Overkill. Wir müssen uns beeilen. Ja, das ist die Kanne. Tee. Kanne schwarzen Tee. Noch ausgetrunken bekomme. Bevor. Oh, bevor der Tee komplett kalt ist, weil ich den Deckel nicht mehr gefunden habe von der Kanne. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ich habe übrigens das Game jetzt auch auf eine andere Festplatte geschoben, auf die größte und schnellste, glaube ich, die ich habe. Die auch wirklich, glaube ich, auch die einzige, die auf 24/7 Laufzeit ausgelegt ist. Allerdings, das Problem ist, die Mods laufen halt immer noch auf der C-Festplatte, die halt immer hier so Probleme bereitet. Und ich habe das Gefühl, deswegen ist es weiterhin bescheiden. Ach stimmt, ich habe jetzt nur noch ich habe nur noch 10 Gänge, die ich zur Verfügung habe, weil ich halt etwas das Fahrzeug kaputt gefahren habe. Ah, ich habe acht Stunden noch. Also ich hoffe, dass ich das dann ich muss dann noch 2 Stunden Fahrt, ich muss das in 6 Stunden schaffen bis zur Fähre. Das schaffe ich never ever. Das war halt dementsprechend dann schon direkt zu Beginn eigentlich ich hätte einen Dramm losfahren sollen. Ich hätte einfach den Auftrag an Dramm annehmen sollen. Das wäre der bessere Auftrag gewesen. So wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich jetzt in 2 Videos, einmal jetzt in diesem Video und dann im zweiten Video, wo es wird, wo wir dann wahrscheinlich erst zur Fähre wirklich kommen, weil ich dann dementsprechend nur 13.500 verdiene. Das für das Vorhaben, möglichst viel Geld ranzuschaffen, halt bevor das Event startet, schon etwas suboptimal ist. Okay, es ist halt wie es ist, kann man nicht ändern. Muss ich jetzt das Beste draus machen. Es war etwas unpassend, dass jetzt hier auch im Tunnel schneelig, aber das liegt ja einfach daran, weil die Schneetexturen halt über die Road Texture quasi gepackt wurde und es ist ja irrelevant, ob es jetzt ein Tunnel ist oder nicht. Da wird es ja nicht, also das wird ja nicht erkannt von der Mod, sondern es ist ja einfach nur, okay, ich ändere jetzt die Road Texture von dieser Road Texture dahin. Also wird ja quasi nur umgeändert. Voreinstellungen davon quasi. Aber schon so im Winter, es ist schon passend, ne? Vor allem auch für die Region und so und auch jetzt so wie es aktuell gerade hier bei uns ist. Es war nur minus 4 Grad hier oben, sondern wir werden deutlich kühler, aber okay. Ja, ich suche dann gleich eine Werkstatt auf. Ich werde eine Werkstatt aufsuchen müssen, ansonsten ist die Weiterfahrt halt einfach unnötig in die Länge gezogen. Aufgrund der Motorfehlfunktionen, die ich dann haben werde. Das Belastende ist, wir sind ja jetzt auch gerade bei Ostau, da geht es ja auch nicht ganz so flott voran. Ich glaube, wenn wir den Gabelstapler haben, darf ich ja auch nur noch 80 fahren auf den Autobahnen, 70 auf Dings. Wie heißt es gleich noch? Auf Landstraßen. Oh, es geht wieder weiter auf 70. Auf 80 meine ich natürlich. Weiter auf 70, der war gut. Ich frage mich, ob die KI sich jetzt auch anpasst hier an die Wetterbedingungen. Also, dass sie auch vernünftiger fährt. Also, was heißt vernünftiger? Dass sie vorsichtiger fährt. Baustelle.
mal weiter mit einer Motorfehlfunktion weiter. Dann soll es doch nicht mal allzu weit sein bis zur Ladestelle. Und wenn ich noch bei der Ladestelle bin, dann schenke ich mir noch mal den restlichen eines. Ich kann ja noch warm. Ah, ist noch lauwarm. Kann man schon fast noch aus der Kanne trinken, damit es nicht kalt wird. Ich frage mich echt, wo der Deckel ist. Der war eigentlich, ich habe den eigentlich beim letzten Mal, als ich die Dings gewaschen habe, auch da reingetan, aber irgendwie ist der Deckel für die Kanne verschwunden. Aber gut, dann wird es halt nicht ganz so viel Geld in der Tasche haben, werde ich nicht ganz so viel Geld in der Tasche haben für das Event. Das heißt, ich muss dann höchstwahrscheinlich, je nachdem wie ihr entscheidet oder halt wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, wie der Zufallsgenerator entscheidet, muss ich halt eventuell nochmal ein bisschen Kredit aufnehmen. Der wird dann ja auch sehr schnell wieder abgezahlt sein, also das ist ja nicht so das Problem. Die Ladestelle ist gleich da. Gucke ich gleich auch mal direkt, wenn ich geladen habe, wie lange ich brauche bis zur Fähre. Ob das wirklich eine Folge wird oder ob das in zwei Folgen geteilt werden wird. Werden muss wird, wäre ja eigentlich so die richtige Bezeichnung. Da ich ja nur so lange fahre, bis ich müde werde und dann beende ich auch die Folge. Ja, ihr merkt, es ist wieder hier so ein bisschen am Rumlecken. Einfach weil wir jetzt hier gerade super viel Gebiet hier haben. Das war eine Bodenschwelle dort, okay. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Fahre ich nochmal durch. Zweite Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Okay, es war links. Ich bin jetzt einfach gefahren. Moment, Fehler. Habe ich dir ein bisschen die Vorfahrt genommen? Ja, ich gerade etwas. Es sah für mich eher aus wie ein Kreisverkehr und nicht wie ein, wie eine T-Junction, aber. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ich merke, ich habe auch den Sound viel zu leise. Eigentlich habe ich den. Nimm diese Ausfahrt. Lauter. Biege nach links. Ändere ich mal. Dann höre ich auch das Gequassel mehr. Oh, wieder so eine Ladestelle. Ja. Entweder wieder so eine oder wieder dieselbe, ich weiß ja nicht. Wieder dieselbe, da waren wir ja schon mal. Demnächst links abbiegen. Das hier ist wieder diese schöne Ladestelle, wo es so schön eng ist. Wo es schon eng war. Haben wir es eigentlich? Wir haben es jetzt. Okay, es wird Nacht. Biege nach rechts ab. Wir haben es 21 Uhr gleich. Jetzt mal mit der Motorfehlfunktion wieder rausfahren. Ja, das ist natürlich super. Demnächst links abbiegen. Dann muss ich gleich mal gucken. Ach, das Problem ist. Ich mache da keinen Wegpunkt erstmal hin. Ich gucke erstmal nach, ob ich das schaffen würde. Hier endet es. Zur Fähre rechtzeitig. Gabelstapler 11 Tonnen nach Kuwola. Wenn Fehler in der Aussprache finden, dann kann sie gerne verbessern. Das ist jetzt gerade alles mehr so Freestyle.
Da ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt habe und mir angehört habe, wie sich es wirklich ausgesprochen werden würde. Sofern das Ganze dann in zwei Folgen getrennt wird, dann weiß ich es vielleicht besser beim nächsten Mal. Also es ist jederzeit gerne verbessert, wenn ich irgendwas falsch ausspreche. Auf geht's. Okay, steht nur eine 80 dran. Genau, ich wollte gucken. Dafür brauche ich das. Und die Map. Das war verkehrt. Ich wollte eigentlich zur Map, aber egal. Geht ja auch so. Ja. Hierhin. Bis zum Wegpunkt. Lass uns loslegen. Bis zum Wegpunkt. 9 Stunden. Never ever gonna happen. Ich habe nur noch 6 Stunden, alles klar. Dann kann ich die Route jetzt zurücksetzen, kann dann gar ganz entspannt zur. Scroll ich schon wieder woanders, obwohl ich hier in dem. Hey, diese Logik, ne? Hat man wieder was offen und scrollt hier rein und obwohl man hier komplett in-game ist. Scrollt halt woanders rum, das ist halt wieder Classic. Da fahre ich auf ganz entspannt dahin und ich denke mal 6 Stunden grob geschätzt werde ich dann hier eine Pause machen. Gezwungenermaßen. Grob geschätzt um Örebro herum. Zeit zu gehen. Aber ich will nicht den Wegpunkt, ich will den allgemeinen. Allgemeine Dinge noch haben. Da ist ja jetzt auf alle Fälle klar ist, dass diese Fahrt in zwei Videos unterteilt wird. Enge Kiste. Das Fahrzeug nicht mitnehmen. Er ist schon echt eng hier. Aber es ist auch sehr geil, dass es so eng ist. Immer breite Straßen sind ja auch langweilig, ne? Deswegen. Deswegen. Gott, oh Gott. Freue ich mich auch so beispielsweise auf Bass. Wie hieß denn das noch gleich? Verdammt. Bass World, glaube ich. Wo es halt auch gewisse Challenges gibt. Was, ja, ich bin froh, dass es das Game entwickelt wird, weil ich glaube, kurz nachdem ich bei Lavans nachkommentierten ETS-2-Videos mitgeholfen habe, kurz nachdem ich da erwähnt habe, dass ich, dass mir sowas wie, Extreme Trucker oder Extreme Trucker 2 von SCS Software, dass mir sowas fehlt, so ein Challenge-Modus so gesehen, wo man aber trotzdem fährt, dass mir sowas irgendwie fehlt, dass ich das dann kurz danach entdeckt habe. Also da bin ich auch schon, da freue ich mich schon drauf. Da wurde auch jetzt vor kurzem so ein bisschen die Tornados wurde gezeigt, wie das so ist und was passiert, wenn man sie, wenn man quasi da reintrifft, also das sind quasi die Challenge quasi, wenn man jetzt in den Tornado reinkommt, dass man quasi abhebt und dann dadurch halt dann das Ganze beendet ist, das also als Fail beendet ist so gesehen das Ganze. Die ganze Mission, die ganze Challenge, was ja natürlich klar ist, weil der Sinn daran ist natürlich, du musst natürlich deine Passagiere
trotzdem sicher ans Ziel bringen. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist es halt nicht gut. Dann hast du es nämlich verkackt und dann ist halt dementsprechend auch sinnvollerweise das Ganze halt dann als Fail anzusehen und abgebrochen, so gesehen. Weiter mit 80. Aber jetzt geht es erstmal nach Oslo rein, damit ich auch vernünftig weiterfahren kann, ohne weitere Motorfehlfunktionen. Und ich würde auch behaupten, dass diese Wetterbedingungen von Schneefall, beziehungsweise war ja vielleicht auch eher Eisschnee, wer weiß das schon, aber aufgrund des Niederschlags, formulieren wir das mal einfach so, aufgrund des Niederschlags, habe ich einfach die Unfälle gebaut. Das lag halt einfach nur an den Dings. Und weil ich halt auch eher an dem Mild Winter Mod geschult bin, mich mehr oder weniger daran gewöhnt habe oder darauf eingestellt habe, einfach aus dem Grund, weil ich das zuvor genutzt habe, weil es halt nur milde Winter bei mir auch gab. War ich dann doch etwas überrascht über die physikalischen Veränderungen zu Beginn des Videos. Biege nach links ab. Da kommt nix. Und dann sind wir jetzt... Hoffentlich ist bei dem Motorfehlfunktion zu Ende, ey. Ist ja schlimm, ist das hier. Kommen wir auch noch so wenig voran. Ich weiß nicht, ich hab wieder was vergessen. Ich wollte mal was zu trinken einschenken. Bevor es wirklich eiskalt ist. Es ist einfach eine Fahrt zum Vergessen. So viel steht schon mal fest. Ich hoffe, die nächste Folge wird besser. Auch wenn ich immer noch mit derselben Fracht unterwegs sein werde, aber... Gucken wir mal. Schauen wir mal, ob ich die nächste Fahrt dann besser machen werde. Wäre ja mal schön. Okay, was heißt, wäre mal schön. Das klingt wieder so, als ob ich... Biege nach links ab. Als ob ich immer scheiße fahren würde, was ja nicht so ist. Ja, da war was, die Bremsen sind zu stark. Es ist fast so schlimm hier mit dem Verkehr teilweise wie jetzt im Livestream-Profil, wo ich halt. Ja, fahr ruhig, wenn ich losfahre. Ihr seid auch solche Plebs, ey. Demnächst rechts. Oh. Biege nach rechts ab. Zum Glück ist der Mist auch gleich vorbei. Links abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ich muss die Bremsen echt nochmal. Ich hab sie ja schon wieder. Geradeaus.
Ah, ich weiß wieder, was ich vergessen habe. Ich wollte noch den Zoom einstellen. Gut, das ist jetzt auch erstmal relevant. Das kann ich noch rechts abbiegen. Zwischen den Folgen machen. Wenn ich dann denke. Biege nach rechts ab. Aber ich denke mal, das mache ich dann direkt nach dieser Folge. Neue Route finden. So, erstmal schön wieder reincashen. Mal gucken, wie viel Geld ich dann überhaupt noch rausholen kann. 27.000. Ja, dementsprechend bin ich immer noch bei 200. Werde ich sogar weniger Geld haben, weil ich einen Auftrag ausgeliefert habe. Das heißt, ich habe in zwei Folgen Verlust gemacht. Das ist sehr schlecht. Biege nach links ab. Das heißt, die Bank wird sich freuen über Kredite. Biege nach links ab. Was ich über Kredite? Die Bank wird sich freuen über Kredit und Zinsen. Die ich jetzt zahlen, höchstwahrscheinlich zahlen muss. Also. Nach dem nächsten Video, nächste Woche, werde ich dann wahrscheinlich so noch knapp über 200.000 sein haben, aber das ist halt zu wenig, ne? So, 4 Stunden noch bis zum nächsten Wegpunkt, sind es 5 Stunden. Ich schaff's nicht mal bis Örebro. Ich schaff es nicht mal bis Örebro. Ich muss wahrscheinlich dann kurz vor Karlstadt dann pennen, ne? Also. Ist wahrscheinlich. Fahrtdauer 5 Stunden. Ungünstig alles hier. Das ist eine sehr, sehr unbefriedigende Tour. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Mal schauen, vielleicht kann ich jetzt ein bisschen Zeit noch gut machen, ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Rechts halten, dann Ausfahrt. Und noch Zeit rausholen. Nimm die Ausfahrt rechts. Neu berechnen. Ich hätte rechts abbiegen sollen. Ich dachte, ich sollte mehr auf dieses Kacknavi hören, ey. Ja, ich würde sagen, ich penne nochmal in Örebro. Ich penne einfach in Oslo. Alter. So ein Scheiß aber auch, ey. Warum kann ich nicht hier weiterfahren? Also, weil ich dann dahin komme. Aber das ist doch viel besser, wenn ich einfach hier lang fahre. Warum muss ich denn dahin fahren? Das ist doch so richtig dumm, Navi. Das ist einfach nur dumm. Never mind, ich muss da hier raus. Ja, ich würde sagen, ich kann schon mal die Route zurücksetzen und den Wegpunkt hier hinsetzen, weil ich da erst pennen kann. Wahrscheinlich penne ich sogar erstmal hier. Fertig zum Ausfahren. Eine katastrophale Fahrt. Ich hoffe, dass es einfach. Ich hoffe, es ist nur eine katastrophale Fahrt. Oder eine katastrophale Folge und keine katastrophale. Ja. Keine katastrophale. Kein katastrophaler Trip. Habe ich sogar noch den Sound höher gestellt, damit ich wirklich hier den mitbekomme, wenn. Wollen wir vielleicht im Rückwärtsgang hochfahren oder. Oder im Seitwärtsgang oder. Oder gar nicht? Ist mir einfach zu blöd. Und auch mal die Probleme da waren jetzt bei der KI.
zahle ich jetzt auch nochmal schön ein paar Geldscheine, nur um mein Fail von verkehrt fahren. Nur wegen meines Fails vom verkehrt fahren, vom nicht abbiegen. Aber ist doch schön. Wir sind aber zum Glück nur 14 Euro. Aber das hält sich ja zum Glück noch in Grenzen. Lange nicht mehr so scheiße gefahren, muss ich echt mal ehrlich sagen. Da lief ja echt alles schief, was nur schief laufen konnte. Wenn man eine Mischung aus schief gehen und schief laufen machen will, dann kommt schief leben raus. Habe ich hier den Kreisverkehr, wo ich einmal eine schöne 180 Grad Wende mache. Oh ne, 360 Grad, wer meint. Dann schleiche ich wieder. Nimm diese Ausfahrt. Schleiche ich jetzt wieder hinter dem Kollegen hinterher. Bleibt mir jetzt einmal übrig. Dann werde ich aber auch, also ich hätte das sowieso schon getan, aber ich werde dann das auf alle Fälle, also ich hätte es sowieso getan, ich weiß nicht, warum ich jetzt dazu angefangen habe, aber ich werde dann die restliche Fahrt welche am Morgen aufnehmen. Nachdem ich ein, zwei Videos von American Truckers Simulator aufgenommen habe. Beim Idealfall würde ich eigentlich schon alles aufnehmen, was ich für diesen Monat brauche. Muss ich nochmal ausrechnen, mehr oder weniger. Muss ich nochmal schauen, wie viel ich noch für den Monat über aufnehmen muss. Ich als zwei werde ich ihn halt so weit aufnehmen, dass ich bis zum ersten Event komme, dass ich halt natürlich alles dann schon aufgenommen habe, sodass ich dann sehr zeitnah, das also zeitnah quasi die Abstimmung raushauen kann. Was für ein Event denn als allererstes Event wirklich kommen soll. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nehme ich mal die erste Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Und geh zum Schlafplatz. Solange ich jetzt nicht schon wieder rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Okay, 1400 habe ich noch einen Tank. Also 1400 Kilometer kann ich noch fahren. Im
nächsten Video wird dann die Fahrt fortgesetzt nach Finnland, beziehungsweise zur Fähre nach Finnland und halt dann auch in Finnland selbst. Bin ich denn jetzt endlich richtig? Ja, ich bin endlich richtig. Wunderbar. Ich habe übrigens auch, ich habe mich ja, glaube ich, neulich mal, was heißt super aufgeregt, eher geäußert, dass ich schade finde, dass es nicht ganz so viele Paintjobs gibt für die eigenen Trailer. Es gab ja neulich das Luna-Event, also mit neulich meine ich, glaube ich, jetzt für mich vor 2-3 Tagen, oder vor 2 Tagen, für euch dann vor knapp einer, ja, vor 8 Tagen, nee, vor 6 Tagen oder so, ungefähr 6-7 Tagen, und dann gab es dann, da ich das DLC, das Paintjob DLC von China hatte, habe ich dann auch ein 1,2 GB Update bekommen. Heißt, ich habe jetzt auch 2 weitere Paintjobs, unter anderem für die Trailer. Also sehr schön, dass da auch weiter nachgelegt wird. Ist jetzt weiter mit 70 oder weiter noch mit 80? Nope, mit 70. Ach, wieso bremse ich? Ich bin noch lange nicht bei den 70. Ich bin auch am Überlegen. Ups. Ich habe auch einen Mod gesehen, der Schlaglöcher quasi hier reinpackt. Also halt auch in die anderen. Also nicht jetzt hier. Beispielsweise in Russland gibt es ja auch Schlaglöcher, aber der halt auch wirklich auf normalen Strecken Schlaglöcher mit reinballert. Und ich aktuell noch im Überlegen, ob ich das vielleicht mir mal anschaue oder mal für 4 Folgen oder für halt für einen Monat, sag ich mal, testweise nutze in dieser Staffel. Aber da muss ich nochmal schauen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Wie weit habe ich noch bis zum nächsten Startplatz? Okay, ich werde jetzt müde. Ja, dann muss ich die nächste Möglichkeit nehmen. Gut, 1,5 Stunden habe ich noch. Und ich brauche noch 1 Stunde 54. Sogar das wird eng. Sogar das wird eng. Okay, jetzt muss ich die Beschleunigung auf 80. Aber das wird echt verdammt eng. Eine enge Kiste wird das werden. Vor allem, da es weiterhin Nacht ist, dass es eine richtig komplette Nachtfahrt ist. Könnte es unangenehm werden, wenn dann plötzlich die Äuglein zufallen. Achten Sie auf die Geschwindigkeit. Ja, wo kommt denn jetzt die 70 plötzlich wieder her? Kein Schild, kein Nix gesehen. Ab jetzt sind 70, ab jetzt bremse ich. Immer geradeaus. Das ist ein bisschen eilig. Deswegen. Und hinter mir war auch nichts, vor mir kam nichts, deswegen habe ich einfach mal wieder weiterhin so No Risk No Fun mäßig, wie ich heute schon die ganze Zeit unterwegs bin, überholt. Was ist No Risk No Fun? Also die Risk war ja nicht wirklich da, man hat ja sehen können, dass von rechts und links nichts kam, aber ich sag mal so, ich bin etwas eiliger unterwegs gewesen. Geschwindigkeitsbegrenzung. Ah, Schwerkraft regelt oder Schwerkraft wird regeln.
glaube, mit dem Iberia-DLC kommen ja auch solche Abstandskontrollen rein, glaube ich, ne? Ist halt die Frage, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die auch eine Funktion haben werden, also... sind das Abstandskontrollen gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Oder vielleicht auch Geschwindigkeitskontrollen. Also, dass man halt eher auf eine... Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, meine Fresse. Dass man halt keine punktuelle... Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Dass man keinen punktuellen Blitzer hat, sondern halt so eine... Nennen wir es mal eine Blitzertrasse, die halt... über einen Streckenabschnitt misst, ob man so schnell ist oder nicht. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das Ganze auch implementiert wird, dass es funktional ist. Heißt dann ab der 1.40 und ab dem Ibira DLC wird es dann auch nochmal, ja, anders spannend, was Geschwindigkeiten und so betrifft. Immer geradeaus. Ups, immer geradeaus. Man sieht so wenig im Schnee. Eine Fahrbahnmarkierung. Hat sich schon gar nicht mehr wohl gelohnt, hier zu blinken, da ich ja schon komplett da drin war. Schon mit den Tandems. Ja, ich weiß, ich werde müde. Der Rastplatz, der sollte ja auch direkt hier in der Nähe sein. Oder? Ah, da kommt gleich. Achtung, ja, ist ja gut. Geschwindigkeitsbegrenzung. Zum Glück keinen reingedrückt bekommen. Schwedischen Polizei. Immer geradeaus. Ich weiß gar nicht, muss ich dann wahrscheinlich. Ist das auf der rechten Seite der Platz? Ich glaube schon, ne? Sieht zumindest so aus. Geschwindigkeitsbegrenzung. Tanken muss ich nicht. Oh. Ich fahre wieder hier lang. Komme hier dann wieder zum Stehen und lege mich hier hin. Weiß eine unangenehme Fahrt bis erstmal hierhin. Im nächsten Video von Euro Truck Simulator 2 werde ich mich dann weiter vorwagen, quasi nach Finnland. Erstmal zur Fähre, dann geht es rüber nach Finnland und in Finnland fahren wir dann nochmal wahrscheinlich so 250 Kilometer um unseren Zielort Kouvola, wenn ich mich rechne, zu erreichen mit unserem 11 Tonnen Gabelstapler. Es wird zwar kein Profit werden, es wird eine Verlusttour sein, aber ja, it is what it is. Ich werde jetzt gleich nochmal die Bremsen noch etwas schwächer einstellen, weil sie immer noch ein bisschen zu stark sind für mein Empfinden. Mein Bremsverhalten hier. Und ich werde dann nochmal die Zoom-Funktion aktivieren. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Euro Truck Simulator 2 Video wieder, wo ich dann auch hoffentlich wieder vernünftiger fahre oder nicht ganz so viele Probleme habe, wenn es dann plötzlich mal Niederschlag gibt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.